In Springe bei Hannover stehen große Veränderungen an. Ein Traumgarten mit Pool und Außensauna soll hier entstehen. Das wünscht sich das Ärzte-Ehepaar Katrin und Nikolai Grundhoff. Modern, tropisch, habe ich mir gewünscht. Ja. Mal sehen, wie ihr das umsetzt. Bin gespannt. Ich verspreche mir, dass wir, wenn wir frei haben, wirklich den Garten komplett nutzen, dass wir eigentlich gar nicht irgendwo hinfahren müssen, dass wir, wenn wir aus dem Urlaub kommen, dieses Gefühl weiterleben können. Es ist immer noch Urlaub, es ist immer noch relaxed und ein bisschen Wellness. Und nicht normalerweise, wenn man aus dem Urlaub kommt, ist man immer traurig, dass vorbei ist. Aber das haben wir dann nicht mehr, hoffe ich. Eigentlich auch, ich verspreche mir sehr viel davon, dass wir zum Beispiel Urlaub sofort vor der Haustüre haben. Dass ich nicht mehr diese schlimme Anfahrt haben muss. 10 Stunden irgendwo hinfahren, keinen Koffer packen, alles da haben, was ich will. Und da freue ich mich eigentlich jetzt schon drauf. Und das ist der Mann, der diesen Traum wahr werden lassen will. Maximilian Holzhausen. Der 34-Jährige ist Geschäftsführer eines Gartenbaubetriebs bei Hannover. Ein junger Wilder mischt die Gärtnerszene auf. Also mein Stil zielt ganz klar auf das Thema Pflanze. Diese Angst, die viele Kunden mit sich bringen, Angst vor Pflegeaufwand, Angst vor Vielfalt oder Angst vor Arbeit, die im Garten anfällt, die nehmen wir den komplett. Weil wir müssen erstmal aufklären und wissen und dem Kunden erklären, was die Pflanze eigentlich schafft. Und das, diese Vielfalt mit den grünen Konturen, diese Vielfalt mit den Blüten, mit Bewegung im Wind, das muss ich überall widerspiegeln. Schottergärten, Kiesgärten, das ist nicht unser Ding. Formale, schöne, moderne Gärten mit irgendwo Pfiff dabei und ordentlich Bepflanzung. Holzhausen gestaltet rund 20 Gärten pro Jahr. Dabei soll jeder ein exklusives Unikat sein. Denn wo kann man besser entspannen als in der eigenen Wohlfühloase? In der heutigen Zeit ist der Garten eigentlich der Sehnsuchtsort, um die Leute so ein bisschen abzuholen, um die Leute so ein bisschen runterzubringen. Alle sind im Stress, alle haben viel zu tun, alle sind digital unterwegs. Und der Garten, wenn man sich ins Wasser stürzen kann, wenn man Feuer beim Brennen zugucken kann, wenn man den Vögel beim Zwitschern zuhört, dann ist das, wo man so ein bisschen wieder runterkommt. Und darum ist das der Sehnsuchtsort, den viele wieder suchen, um so ein bisschen abzuschalten. In seinem Büro bei Hannover entstehen Holzhausens Gartenideen. Hier plant er auch sein aktuelles Projekt für Familie Grundhoff. Einen privaten Rückzugsort für die ganze Familie. Das, was wir hier bauen, ist Urlaub zu Hause. Die Leute kommen nach Hause, die können ausschalten, die können das Handy im Haus liegen lassen, sich im Pool setzen, mit den Kindern spielen, Freunde empfangen. Eigentlich ist das ein Schritt wie, ich gehe in den Garten und bin weg. 4 Monate Bauzeit sind vorgesehen. Doch die sind nur mit perfekter Vorbereitung zu schaffen. Man kann ja nicht einfach drauf losbauen. Wir haben ganz viele Dinge, die wir planerisch lösen müssen. Wir müssen Leitungspläne machen, wir müssen Elektroplanung machen, wir müssen Pflanzplanung machen, wir müssen Leerrohre schon für die Bewässerung vorbereiten. Das darf einem nicht später einfallen. Das Ding planerisch vorzubereiten, sodass das umgesetzt werden kann, das ist die Aufgabe, die immer nach dem Entwurf ansteht. Und das ist die Aufgabe, die eigentlich dafür da ist, die meisten Fehler, die kommen, zu vermeiden. Holzhausen hat einen Entwurf entwickelt, der den hohen Erwartungen der Bauherren gerecht werden soll. Der erste, wichtigste Block, den wir bauen werden, ist unser Pool. Man geht am Haus vorbei und kommt dann in dieses Ensemble rein, tritt über die Stufenanlage hoch und sieht dann als erstes diesen langen, schönen, schmalen Block des Pools, der sich wie so ein dunkler Baukasten aus dem Gelände raus erhebt. Und haben so einmal auf der oberen rechteren Seite wie auf der oberen linken Seite die beiden Gestaltungsfelder. Oben rechts die Sauna, oben links die Pergola, wo wir die Seiten verschließen können, wo im Prinzip der Hauptaufenthaltspunkt ist. Wir haben die Konturlinien der Hecken an den Flanken, dass man die Nachbarschaft so ein bisschen ausklammert, dass man wirklich in so einer großen, grünen Oase drin sitzt, um dieses obere Plateau, was wir hier haben, von dem Alltag abzukapseln. Im niedersächsischen Springe sind die Erdarbeiten in vollem Gange. Auf diesem Betonfundament soll in wenigen Tagen das Poolbecken landen. Ja, ziemlich krass, Herr Holzhausen. Hier ist viel passiert. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, das ist in der Tat so. Jetzt sieht man erstmal, wie die ganzen Proportionen wachsen. Ne? Alleine diese riesige Fundamentplatte, wo gleich das Becken drauf gesetzt wird. Ja, Wahnsinn. Wie riesig das ist. Was man jetzt toll sieht, wir haben die Höhe festgelegt. Ne? Also ja. Wir wissen jetzt tatsächlich, der Wasserstand ist bei mir ein Stück tiefer. Und wenn man da ins Gelände auch reinguckt und die Räume, die entstehen. Wir sind ja quasi mit der Kopfhöhe direkt auf der Höhe der Terrasse, auf der Keramik hier, auf dem Holzhäupter Seite. Wir gucken hier unter die Dächer der beleuchteten Dachplatanen zur Abendstunde.
haben die Lampen links und rechts im Becken. Also man kann sich echt schon gut vorstellen, wie es wird. Total toll. Ich bin total begeistert. Man erkennt den Garten nicht wieder, es ist auf einmal Platz, es ist ein Riesenbecken. Wahrscheinlich viel zu groß, aber wenn Herr Holzhausen sagt, es ist groß genug, dann wird das schon so stimmen. Und von daher bin ich sehr gespannt und sehr aufgeregt, wie es weitergeht. Ein paar Tage später. Ein gigantischer Kran soll heute das knapp 10 mal 4 Meter große Becken von der Straße in den Garten heben. Wir hängen jetzt das Becken ein und das Becken muss vor allem spannungsfrei hängen werden. Wir haben extra nochmal Abstandshalter eingesetzt, dass wir nicht so viel Zug aufs Becken kriegen. Es ist ja ein fertiges Becken und da sind Spannungsprozesse einfach so gut wie es geht zu vermeiden. Und das steht jetzt an. Wir hängen es ein, setzen es rüber, lassen es fliegen und gucken, dass es in den Garten kommt. Bin den Gurt ein bisschen auf Zug, ne? Alles klar. So, wenn wir am LKW vorbei sind, können wir loslassen und das dann ist eine Straßenlaterne, ne? Der Badespaß von Familie Grundhoff hängt jetzt in der Luft. Eine halbe Tonne Maßanfertigung für ca. 25.000 Euro. Jetzt darf nichts schiefgehen. Das Besondere bei dem Becken ist, dass das ein Stück ist. Das wurde ja konfiguriert, geplant. Ob das jetzt die Länge, die Breite, die Stufenform, die Ausstattung. Wir haben Lampen in der Menge ausgesucht, mit dem Kunden besprochen. Wir haben eine Gegenstromanlage drin. Wir haben alles durchkonfiguriert. Und das Becken wurde nur so für den Kunden hergestellt. Frau Grundhoff, der große Brocken ist gelandet, genau. Die Farbe ist Wahnsinn, Herr Holzhausen. Ist richtig, richtig schick. Ja, das ist genau die Farbe, die wir haben wollten. Das dunkelte, gesprenkelte Grau, was ein richtig schönes, kühles, modernes Wasser macht. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Können wir jetzt Wasser reinlassen? Ja, es kribbelt. Also ich würde wirklich am liebsten einfach zack rein ins Wasser. Ist ja auch gerade heiß, also passt ganz gut. Aber es dauert ja noch ein bisschen. Aber es ist Wahnsinn, wie es jetzt da steht und vor allem, weil es so riesig, also so hoch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nachher rausragt. Wenn man in den Garten guckt, dann guckt man auf den Pool. Es ist mega cool. Neben dem Pool spielt die Außensauna im Konzept von Max Holzhausen eine besondere Rolle. Sie soll ein optisches Highlight im hinteren Bereich des Gartens bilden. Vergleichbare Objekte kosten bis zu 30.000 Euro. Die Sauna ist im Wesentlichen ein Holzbau. Wir haben aber auch moderne Aluminiumfensterrahmen mit schmalen Glasachsen dazwischen. Wir haben eine schöne Rhombus-Lärchen-Profilierung an der Außenfassade, dass das Wasser ablaufen kann und dass wir diese schöne graue Vintage-Optik bekommen. Innen drin großformatige, moderne, im Prinzip Schichtplatten. Und im Saunabau natürlich Espe. Espe als handzartes, sanftes Material, splitterastfrei, sodass jeder da mit dem nackten Hintern drauf sitzen mag. Es tut sich viel in Springe bei Hannover. Aus einem wild bewachsenen Grundstück entsteht Stück für Stück eine großzügige Poollandschaft im Grünen. Doch bis die fertig ist, werden noch mindestens 2 weitere Monate vergehen.